Die Admira ist seit 5 Spielen gegen Altach ungeschlagen und hat auch die ersten beiden Begegnungen in dieser Saison gewonnen. Dennoch hat Trainer Soldo durchgegriffen, 6 neue sind dabei, Top-Torschütze Bakisch ist nicht einmal im Kader, dafür Pusch nach seiner Knöchelverletzung wieder mit dabei. Auch Penzil, der ist erstmals von Beginn an bei der Admira dabei. Die erste Möglichkeit aber für die Gäste, hier gute Möglichkeit durch Gebauer. Nach 3 Minuten der Schuss geht aber knapp am Tor vorbei. Wir sehen es hier in der Zeitlupe, da zieht er ab, aber Goli Leitner, der muss nicht eingreifen. An 6. Minute wieder Gebauer im Zusammenspiel mit Nussbaumer, der lässt Kerschbaum stehen und Tor, da ist der Führungstreffer. Das ist die Führung für die Altacher nach 6 Spielminuten. Nussbaumer, der zuletzt zweimal in der Anfangsphase getroffen hat als Assistgeber, und Gebauer macht es hier mustergültig, knallt den Ball vorbei und ein Leitner in Hochform hätte den vielleicht gehalten, aber sehr scharf aus kurzer Distanz, und das freut auch den Trainer. Für Christian Gebauer ist der Saisontreffer Nummer 5. 19. Minute, nächste Möglichkeit, knapp vorbei, da sehen wir es gleich in der Zeitlupe. Tatarotti bedient hier Karic. Die Gäste sehr kombinationssicher und die Admira erst nach diesem Corner in Minute 32. Pusch mit dem Eckball, Kobras mit dem Fehler, dann ist Pavelic da und das ist der Ausgleichstreffer. 1:1, wie aus dem Nichts, aber einen Bock hat er da abgeschossen, der Torhüter, der Altacher Kobras, ganz schlecht gemacht, und Pavelic, der steht sehr, sehr gut und mit seinem ersten Saisontreffer netzt er hier ein und alles wieder offen in der Südstadt. 1:1. Die Admira, die freut sich über diesen Treffer. Erstes Saisontor für ihn. Man hält ja bei so vielen Treffern gemeinsam, wie schon Weißmann, der Torschütze des WAC, nämlich bei 25. Und Soldo weiß, von seiner Mannschaft muss mehr kommen, wenngleich man hier einmal getroffen hat. Ja, Alex Pastor und Co., für die ist es auch nicht nach Wunsch gelaufen, haben hier gut mitgespielt, aber in den letzten Minuten hat man sich ein bisschen die Schneid abkaufen lassen. Dann 49. Minute, wieder die Admira. Guter Schuss hier von Kolja Pusch. Mit diesem Weitschuss nach seiner Knöchelverletzung ist er wieder voll da. Aber der Goalie zeigt, was er kann, und hier zeigt er, was er nicht kann. Jimmy Hoffer wird hier niedergerempelt. Schiedsrichter Muckenhammer entscheidet hier auf Elfmeter. Da sehen wir es, Turnwald kommt nicht dran. Jimmy Hoffer zündet den Turbo wie in besten Jahren. Kobras, naja, wahnsinnig geschickt war das nicht. Der Jimmy, der lässt sich hier aber auch schön fallen. Und es gibt Elfmeter für die Admira. Morten Jühlmann versucht es, aber ganz schwach geschossen. Und da sehen Sie, warum man die schwächste Offensive der Liga ist. Kobras macht seinen Fehler wieder wett. Dann 94. Minute. Pavelic mit der allerletzten Möglichkeit auf Markus Pink. Aber der Ball geht nicht rein. Und das soll es dann gewesen sein in der Südstadt. Muckenhammer, der pfeift ab. Soldo, ja, der weiß, man geht jetzt wieder mit der Laterne. Die Admira rutscht damit ans Tabellenende ab. Altach und Alex Pastor, die sind nach 5 und 10 Spielen in der Quali-Gruppe weiterhin unbesiegt. Der ganz große Fußball-Leckerbissen war dieses 1:1 nicht. Das sehen wir auch in den Gesichtern. Natürlich sind die Altacher froh, dass man nicht verloren hat. Die weiße Weste, passend auch zum weißen Shirt, weiterhin trägt. Aber summa summarum war es nicht wirklich der ganz große Fußball-Leckerbissen hier in der Quali-Gruppe. Die Admira, die bleibt allerdings weiter ungeschlagen gegen Altach, und das jetzt seit mittlerweile 6 Partien.